noch ein paar Gedanken zum Thema Feature-Vektoren und wir gehen ein bisschen in die Richtung von Ähnlichkeit oder was können wir damit machen, beziehungsweise worauf muss man auch aufpassen bei den Feature-Vektoren, denn nicht jeder Feature-Vektor ist wirklich sinnvoll. Also, wenn wir sagen wollen, wir wollen zwischen Apfel und Birne unterscheiden, dann ist das für den Menschen natürlich trivial einfach, ja, in der Informatik ein bisschen schwieriger. So, und zwar, wir haben uns über Feature-Vektoren unterhalten und wir können jetzt sagen, okay, wir haben einen eindimensionalen Feature-Vektor, wir nehmen nur die durchschnittliche Breite oder die Breite von Apfel und Birnen her und dann könnte sich auf Basis der Daten folgendes Diagramm ergeben. Die Werte sind jetzt fiktiv. Und anhand diesem Diagramm sieht man eigentlich schon, dass man nicht wirklich gut entscheiden kann, ob etwas ein Apfel oder eine Birne ist, rein aufgrund der Breite dieser Dimension. Man sagt zwar, man könnte zwar sagen hier, okay, über 14 cm wird es bei den Birnen wenig, wenn es klein ist, wie 6 cm sind es eher Birnen, oder die Wahrscheinlichkeit würde steigen. Man könnte mit einer Art Wahrscheinlichkeit zwar herumrechnen und auch eine Aussage treffen, aber eine gute Unterscheidung ist nicht möglich. Es ist einfach keine ausreichende Unterscheidung durch dieses eine Feature verfügbar. Gut, wir könnten noch etwas anderes verwenden. Wir könnten sagen, okay, wir nehmen einen RGB-Farbwürfel. Dieser Farbwürfel oder die Farben der Äpfel und der Birnen machen doch entsprechend einen Unterschied. Äpfel sind eher rot, Birnen sind eher grün. Die Rot-Grün-Blau-Farben, also die RGB-Farben, die sind schon dreidimensional. Das heißt, wir haben hier automatisch einen dreidimensionalen Feature-Vektor. Ja, das funktioniert theoretisch, hätten wir nicht auch manchmal dann grüne Äpfel etc. etc. Also, was macht einen Apfel aus? Wir können kategorisieren anhand von Features, von der Farbe, von der Breite, von der Höhe, von Höhe zur Rundheit, von der Rundheit, Breite zur Höhe. Also alle möglichen Sachen, die uns einfallen. Und die Features spannen dann eben diesen n-dimensionalen Raum auf. Das hatten wir ja schon. Wichtig ist allerdings, dieses Feature-Vektor ist immer nur ein Modell, eine Abbildung der Wirklichkeit. Eine Vereinfachung. Und diese Vereinfachung darf nicht zu einfach sein, sonst haben wir das Problem, dass es die Wirklichkeit nicht mehr gut abbildet. Und wenn es die Wirklichkeit nicht mehr gut abbildet, dann funktioniert das irgendwie nicht mehr, weil einfach die wesentlichen Informationen fehlen. Gut, aber jetzt haben wir die Feature-Vektoren und jetzt sehen wir uns mal an, was wir mit denen anstellen können. Also, wenn wir einen Feature-Vektor haben, können wir sagen, also Rot-Grün-Blau-Anteil, das ist die Breite, Höhe und die Rundheit oder irgend sowas in der Art, das wäre ein sechsdimensionaler Feature-Vektor, dann kommt noch das Label dazu, dann wäre es ein siebendimensionaler Feature-Vektor. So, und was wir jetzt machen, wenn wir jetzt klassifizieren wollen, dann haben wir hier zum Beispiel ja, gelbe Punkte und blaue Punkte, also können sagen, die gelben sind die Äpfel, die blauen sind die Birnen oder wer auch immer. Und was wir jetzt versuchen, oder was der Key-Algorithmus versucht, ist die Trennlinie zu finden zwischen den Punkten, und zwar in diesen n-dimensionalen Raum. In diesem Fall sind wir zweidimensional, also wir suchen eine entsprechende Trennlinie zwischen denen, dass wenn wir ein neues Bild, einen neuen Apfel und eine neue Birne haben, die hoffentlich auf der richtigen Seite der Linie ist. Also das ist ja die Aufgabe des Machine Learning jetzt, dass wir eben diese Trennlinie finden. Und dann stellt sich noch die Frage, ist das die perfekte Trennlinie? Oder vielleicht das? Oder doch diese hier? Oder vielleicht sogar die hier? Ja, das ist eben dann die Frage und auch von Algorithmus zu Algorithmus ein bisschen unterschiedlich. So, im Endeffekt geht es immer jetzt. Das sieht man hier schon, um Abstände. Wo mache ich den Abstand in der Linie? Wo versuche ich die Linie hinzulegen, damit die Abstände zu den Klassen, zu den unterschiedlichen Klassen zum Beispiel möglichst optimal ist? Und eins noch, beim Machine Learning geht es meistens nicht darum, null Fehler zu machen, es geht darum, die Fehlerquote zu minimieren. Null Fehler ist meistens schon wieder ein anderes Problem, das Problem des Overfittings dazu später mal mehr. Gut, also wie können wir jetzt diese Abstände uns ansehen? Ja, und da gibt es verschiedene Abstandsmetriken, die man verwenden kann. Man kann zum Beispiel die Manhattan-Distanz verwenden. In der Manhattan-Distanz nimmt man eigentlich nur, wenn ich hier zwei Punkte A und B habe, nur sozusagen ja, die Differenz im X und die Differenz im Y-Abstand und diese einfach addiert. Heißt Manhattan-Distanz, weil es nur um die geraden Linien geht. Was einem menschlich
eher zusagt sozusagen oder auf die man eher denkt, ist zum Beispiel die euklidische Distanz, also der direkte Weg zwischen A und B, einfach ausgerechnet mit dem Pythagoras. Ja. Gibt aber auch eine weitere Möglichkeit, die Maximumdistanz zum Beispiel verwenden, also einfach nur die Maximal der Elemente. Das geht nicht nur im zweidimensionalen Raum, das geht natürlich auch im dreidimensionalen Raum. Ja. Dann haben wir halt nicht nur Delta X und Delta Y, sondern jetzt haben wir Delta X, Delta Y und Delta Z, beziehungsweise beim Euklid haben wir dann einfach die dritte Dimension auch noch unter der Wurzel stehen. Bei der Maximumdistanz einfach das Maximum dieser drei Elemente. So, also von ein zur zweiten Dimension wissen wir jetzt, wie es geht, und offensichtlich geht es dann in der Endendimension auch so, dass man einfach jede Dimension aufaddiert. Bei der Manhattan-Distanz, dass man jede, also die Quadrate auf, die aufaddierten Quadrate und dann die Wurzel sieht, und bei der euklidischen Distanz, beziehungsweise einfach nur das Maximum verwendet, im n-dimensionalen Raum. Das ist der Vorteil der Feature-Vektoren, die so einen, oder dieses Modells des mehrdimensionalen Raums, ja, des Feature-Raums, dass wir hier eben mit Abstände rechnen können, dass wir hier Distanzen rechnen können, dass wir eigentlich sehr viele mathematische Möglichkeiten haben, die wir ja sonst auch so kennen. Der Feature-Vektor mit Äpfeln und Birnen hier war natürlich etwas zu einfach gewählt, denn eigentlich wollen wir robuste Features. Wir suchen Features, die robust gegen Translation, also Verschiebung, gegen Skalierung sind, also größer, kleiner machen, idealerweise gegen Rotation oder auch Farbänderungen. Daher sind solche Feature-Vektoren, wie wir es hier hatten, natürlich nur zu Demonstrationszwecken wirklich, wirklich brauchbar. Welche weitere Ähnlichkeitsmaße können wir jetzt für so, ja, können wir in diesem Vektorraummodell sozusagen anwenden? Eine dieser Möglichkeiten ist die Cosinus-Similarity. Also die Cosinus-Ähnlichkeit, und Cosinus hört sich irgendwie wie Winkeln an, und ja, damit hängt es auch zusammen. Und zwar oben wird so berechnet, wir haben hier zwei Feature-Vektoren, Feature-Vektor 1, Feature-Vektor 2. Oben haben wir das Dot-Product, wie es so schön heißt, das ist auch Dot-Product, kann man auch als Ähnlichkeitsmaß verwenden. Allerdings ist bei der Cosinus-Similarity noch durch die Norm der Vektoren dividiert. Ja, diese zwei senkrechten Striche, wo der Vektor drinnen steht, das ist der Norm der Vektor. Also die Norm des Vektors, und die nochmal multipliziert, ergibt dann eben ja, die Cosinusähnlichkeit. So, wie rechnet man jetzt das Dot Product aus sozusagen? Also einfach die Summe der auf multiplizierten Werte der beiden Vektoren. Den Norm, den Vektor, rechnet man aus, indem man im Endeffekt die Quadrate aufsummiert und dann die Wurzel zieht draus. Und wenn man das jetzt so einsetzt, dann ist die Cosinus-Similarity im Endeffekt zudefiniert. Was macht sie eigentlich jetzt wirklich? Ja, sie spannt eben zwischen den zwei Vektoren, berechnet sie im Endeffekt den Winkel. Was sie außer Acht lässt in diesem Fall, ist die Länge eines Vektors. Es geht wirklich nur um die Richtung. Und durch die Division, durch die Norm, passiert eben das, dass aus diesen Vektoren ein Einheitsvektor sozusagen wird, wo es wirklich nur um die Richtung geht und die Länge total egal ist. Ja, das hier übrigens wäre die Euklid-Distanz, die wir haben. Die rote wäre, wie gesagt, die Cosinus-Distanz. Ja, je höher der Winkel, umso unwahrscheinlicher und umso unähnlicher sind sich eben diese beiden Vektoren. Wo wird die angewendet, diese Ähnlichkeitsdistanz? Ja, bei Dokumenten, bei Information Retrieval. Also jedes Dokument wird als Vektor, als Bag of Words dargestellt, und auch die Suchanfrage wird als solcher Vektor dargestellt. Und was wir jetzt haben, ist dann einfach die Cosinusähnlichkeit sozusagen zwischen den ganzen Dokumenten und der Suchanfrage. Und ja, die Cosinusähnlichkeit gibt dann auch gleich ein Ranking mit an. Oder auch, ja, Plagiatsuchung. Es gab sogar was mal in der Kryptographie bei einer Entschlüsselung, die da mal gelungen ist, aber auch bei den Themen, ja, Information Retrieval, Video Recommendations etc. Aber die Cosinus-Ähnlichkeit ist natürlich auch nicht
die einzige, da gibt es dann noch Abwandlungen davon, wie zum Beispiel die Dice Similarity. Da wird einfach noch mal 2 gerechnet im Zähler und auf die Wurzel im Nenner verzichtet. Oder die Jacquard, bei denen auch auf die Wurzel verzichtet wird, aber dafür der Zähler nochmal wegsubtrahiert wird. Also, es gibt viele verschiedene Ähnlichkeitsmaße. Selbst hier hat man die Qual der Wahl. Was will ich denn? Was mache ich denn? Was tue ich denn eigentlich? Na gut, aber jetzt wissen wir mal, was sind Abstände, was ist der Merkmalsraum und wie können wir jetzt unterschiedliche Datenpunkte oder Objekte, Datensätze, Feature-Vektoren in diesen Raum abbilden und dann eben Ähnlichkeiten messen. Denn ja, die Grundidee der Gesichtserkennung ist, dass die Features das Gesicht so beschreiben, dass jede Art von Aufnahme dieses einen Gesichts sehr, sehr nahe bei allen anderen Gesichtern, also Fotos dieses Gesichts ist, während ein Gesicht von einer anderen Person möglichst weit weg sein soll. Also sozusagen eine räumliche Aufteilung der Feature-Vektoren der unterschiedlichen Gesichter und wenn es mein Gesicht sein sollte, sollte es sozusagen so einen Cluster bilden, so ganz eng beieinander sein in diesem Vektorraummodell. Dazu brauchen wir Abstände, dazu brauchen wir Vektorräume. Ja, gut, das mal zu dem und langsam wird es Zeit, dass wir uns Algorithmen ansehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.